Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Und ich begrüße euch in der nächsten Episode von Crusader Kings 3. Ja, in der letzten Episode, ja, wurden wir ja leider von den Blattern befallen und sind daraufhin entstellt. Wir sind nun mehr oder minder der Mann in der eisernen Maske. Naja gut, mit 37, wir werden schon noch was draus machen. Und ich würde jetzt tatsächlich hier einmal direkt einsteigen in Hofereignisse. Wir haben hier Hofereignisse, die wir durchführen können. Und da schauen wir uns doch mal an, was hier auf uns zukommt. Ein übler Gestank. Mein Freund, auf ein Wort bitte. Meine Ratskanzler Fürstbischofin Miroslava nähert sich mir während einer kleinen Flaute, der ich mich nicht um die Angelegenheiten meines Hofs zu kümmern habe. Sie deutet auf einen weniger bevölkerten Ort im Saal und ich folge ihr dorthin. Ich bin wegen der Burg von Mecklenburg beunruhigt. Während meiner Versammlung bemerken wir alle einen grässlichen Gestank. Es muss aus den Latrinen ein Stockwerk tiefer kommen. Ich bitte euch inständig, die Instanzung der vernachlässigten Teile dieses Gebäudes in Betracht zu ziehen. Ich werde dafür sorgen, dass das Problem schleunigst behoben wird. Ein Ratsverwalter kann sich darum kümmern. Eieiei. 50-50 Chance, dass es günstiger wird. Stopft einfach das Loch im Boden. Ein bisschen gamblen, mal gucken, was passiert. Ob wir 500 bezahlen oder nur 135. Okay, wir haben 500 bezahlt. Verflucht. Natürlich. Ach, shit. Na gut. Übertriebene Völlerei. Gucken wir mal, was hier los ist. Mein König, Ritter Giraud, er will einfach nicht aufhören, Pfefferkuchen zu essen, stammelt mein Ritter Vladislav. Just in diesem Augenblick sehe ich, wie Giraud die Speisekammer verlässt und mehrere Teller Pfefferkuchen in beiden Armen trägt. Stimmt etwas nicht, mein Lebensherr? Fragt Giraud laut schmatzend. Ihr habt die königliche Speisekammer geplündert, ab in den Kerker. Bei allem, was gut und richtig ist, Mensch, reißt euch zusammen. Da kriegen wir zumindest 50 Gold. Oh, dafür sollt ihr besser bezahlen. Von einem Hausverbot in der Speisekammer. Ja, dann kann er ruhig bezahlen, wenn es da ist, mein Gott. Aber dann soll er es auch bezahlen. Okay, damit haben wir unsere Hofereignisse jetzt erstmal hier durchgeschleust. Und hier oben seht ihr noch tatsächlich, dass wir eine Prachtreise machen können. Wir könnten schon wieder ein Turnier abhalten und wir können auch den Hof halten. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, was jetzt am schlausten ist. Denn... wir haben ein Bündnis mit Böhmen geschmiedet, das ist auch gut. Ich habe jetzt nämlich alle meine Töchter schon mal verheiratet oder zumindest verlobt, genau. Heiliges Römisches Reich haben wir hier einmal bei. Wir haben jetzt hier Böhmen, meine ich, am Start, genau. Den Thronerben von Böhmen. So. Ja, hier ist gerade eine Menge passiert, mal kurz hier gucken. Eine Fraktion, die uns zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Und da gucken wir hier nochmal rein. Bauernpöbel. Okay, die gibt es immer noch. Ja, aber die kommen nicht so recht durch. Das ist auch okay. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Böhmen. Und hier haben wir, glaube ich, Polen. Genau, also wir haben jetzt Bündnisse reichlich. Sehen wir hier ja auch nochmal. Heiliges Römisches Reich. Böhmen und Polen. Also unsere unmittelbaren... Unmittelbar, gut. Böhmen ist ja... Böhmen. Böhmen ist ein Teil vom Heiligen Römischen Reich, meine ich. Genau, hier, da ist Böhmen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht zu weit weg, sodass man dann, wenn man Unterstützung braucht, die dann auch relativ schnell da hätte. Das ist schon mal nicht verkehrt. Jetzt bloß die Frage, aufgrund der niedrigen Kontrollen, was wir jetzt ja auch gerade gesehen haben hier mit den, ja, den unzufriedenen Bauernpöbeln und so weiter und so fort, ob wir uns denn schon so weit aus dem Fenster lehnen sollen, einfach mal Krieg erklären, den putzen, damit wir da vielleicht rüberkommen. Bin mir da noch so ein bisschen uneins, ob man das schon machen soll. Aber eigentlich, warum nicht? Und dann könnte man das doch dann auch gleich mit einer Prachtreise verbinden, das Ganze. Und könnte somit dann auch mehr Kontrolle vielleicht erlangen. Warum sollten wir das dann also eigentlich nicht tun? Genau, hier wird jetzt auch gerade mehr Kontrolle in der Gemeinde geschürt. Volksmeinung, minus 25, eieiei. Ach ja, hier haben sie auch den Pöbel. Ich verstehe. Ich verstehe. Können wir denen hier noch was Gutes tun? Nö, das kostet alles zu viel Geld. Da ist nur eine Stadt. Was haben wir hier noch? Eine Burg. Burg. Können wir die noch ausbauen? Nee, leider nicht. Okay, Volksmeinung. Ja, ich glaube, dann wäre so eine
Prachtreise wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das wäre dann wirklich angebracht. Sehr gut. Mehr Kontrolle, dann lassen wir noch gleich nochmal wieder mehr Kontrolle. Artefakt vernichtet. Ja gut, das passiert beim Toben. Kontrolle haben wir hier 90, okay. Jetzt scheint ja hier erstmal nichts mehr negativ aufzufallen. Die okzitanische Kultur angenommen. Ja, auch das passiert beim Toben. Oh, was ist hier los? Mitfühlende Zwistigkeit. Angerührt durch meine Nöte hat mir Herzog Simon schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten, in der Hoffnung, mir Last meine Pflichten zu erleichtern. Die Aufmerksamkeit von Simon mir gegenüber hat jedoch den Groll vom Fürstbischof in Miroslava geweckt. Simon ist nicht zu trauen. Das ist nur ein Plan, um euch auszunutzen, mein Fürst. Jetzt mal Vertrauen in jenen, die es verdienen. Und Simon wird mein Freund. Ah, der ist aber auch schon verdammt alt, ne? Nicht, dass der dann über den Jordan geht und dann, und dann sind wir traurig, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. 50 hinterher da, 5 Jahre lang, 15. Vielleicht Anspannung. Das sieht gut aus. Warnung beherzigen. Nö. Könnt ihr denn nicht zueinander finden? Zack. Effekt. Perfekt. Das ist gut. So. Dann Bauernpöbel hat sich aufgelöst. Gucken wir nochmal rein. Sauber. Jetzt haben wir sogar nur noch einen einzigen. Wie schnell sie doch Flöcke werden. Scharfsinniger Intellektueller. Na, ist meine Tochter also erwachsen, Gertruda. Das heißt, sie müsste jetzt ja dann auch bald heiraten. Ja. Können jetzt heiraten. Na dann, zieht durch. Hat ihn geheiratet. Gucken wir nochmal rein hier. Ehepartner. Ja, perfekt. Sehr schön. Damit ist jetzt unser Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich auch weiterhin gefestigt. Perfekt. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wo wir gerade von Kindern und Heiraten sprechen und so. Ich habe den Erben jetzt noch nicht vermählt, weil bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt noch nichts irgendwie so, wo ich sagen müsste, ja, das ist richtig gut, das macht Sinn, das machen wir jetzt. Deswegen schiebe ich das jetzt erstmal noch auf die lange Bank. Oh, Entscheidung verfügbar, Hof halten, was haben wir hier noch? Wir sind zur Jagd eingeladen. Will ich das noch machen? Nee, jetzt nicht. Ich will mich jetzt lieber erstmal hier um den Krieg kümmern. Die letzten Jagdturniere, die waren ja auch nicht so. Nee, lass mal. So, was ist hier jetzt noch? Pracht. Ein Prachtturnier. Da nehme ich doch gerne dran teil. Abfahrt. Prachtturnier, das machen wir jetzt nochmal. Ja, dann mal los. Also, was haben wir denn? Schoß in der Ich bin neugierig geworden. Was ist das hier? Sich in Rostock. Ihr haltet die Eigenschaft Naturliebhaber. Ihr haltet die Eigenschaft Gärtner. Verwaltung plus 2. Anspannungszuwachs minus 20%. Ja. Das machen wir doch. Ich bin neugierig geworden. Wir haben die Eigenschaft Gärtner erhalten. Perfekt. Perfekt. Nehmen wir das Turnier doch hier erstmal wahr. Wo ist denn das überhaupt? Oh nee. Essen wollen wir jetzt hier auch nichts. Alter Schwede, wo... Ahui. Das ist ja hier am Arsch der Heide. Da suchen wir das Schiffswrack. Ja, warum nicht? Haben wir es gefunden? Ein guter Fund. Er haltet 145... Perfekt. 145 Gold. Nehme ich gerne mit. Ist hier nochmal so ein eigenständiges Finnland? Ja, das ist ja hier nochmal so die Pilinen. So ein eigenständiger Staat für sich. Aber okay. Reisen wir da mal hin? Ziehen wir das nochmal durch, das Turnier? Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche guten Sachen, die wir abgreifen können. Tradition geschickter Fischer, minus 1000. Oh, das lesen wir uns jetzt nochmal durch hier. In Finnland vergeht kein Tag, an dem ich nicht einen Fischer treffe, der mir neues Wissen schenkt. Es sei es über die Art des Köders, den man am besten verwendet, wo man fischen sollte, oder gar darüber, wie man den Fisch zubereitet, sobald man ihn gefangen hat. Ich bekomme sogar die Gelegenheit, selbst zu fischen, während mir die Fischer wertvolle Kniffe verraten und alle applaudieren, als ich endlich einen Fisch fange.
So, verringert die Kosten für die Einführung der Tradition geschickter Fischer um 1000 Prestige. Das nehme ich doch mal mit. Weiß zwar noch nicht, wie ich Tradition einführe, aber das kriege ich bestimmt auch noch raus. So, ach ja, und wir können hier noch. Die Tyrannei. Wache, Werk, Komplottstärke, goldene Pflichten. Ketten der Treue. Machen wir mal. Zack. Okay. Was ist nun? Turnier schon vorbei? Wird zu spät losgekommen oder was? Muss ja. Zehn verändert. Machtteilung. Seltene Schmuckstücke, das wird mir gehören. Aha, ich werde stehlen. 53 ein. 285? Was soll das stehlen? 56 Anspannung. Mut zur Lücke. Zack. So. Sohnemann, Waagschalen der Macht. Okay, das hat sich wohl leider nicht gelohnt, unser Turnier. weil ja, wir nicht mehr dran teilnehmen konnten. Wir sind wohl zu spät losgekommen. Das ist natürlich doof. Schade. Ich würde sowieso noch mal kurz gucken. Höflinge, Karawanenführer. Gibt es da vielleicht mittlerweile mal bessere, die dafür gut geeignet werden? Eignung, hervorragend. Oh, guckt euch das mal an hier. Dann bist du das doch jetzt. Zack, ersetzen. So. Erzzeugwart haben wir dafür durchschnittlich. Weil er ist auch schon mein Hofarzt, ne? Der kann eigentlich auch noch Erzzeugwart werden. Hoftutor. Patrick, gut. Gut. Na komm, dann. Zack. Ein Vorkoster. Warum nicht? Giroux, ja, der ist auch der Typ, der so viel gefuttert hat. Dann kann er auch eine Vorkoster machen. Warum denn nicht? Ein Erzzeugwart. Na nee, das hatten wir gerade schon. Stallmeister. Hervorragend. Dann bist du jetzt mein Stallmeister. Was haben wir noch? Erzjägermeister. Hervorragend. Ja, wir können ja noch ein paar Hofämter vergeben. Das ist doch gut. Hofbaumeister. Eignung gut. Machen wir das doch mal. Zack. So, was haben wir noch zu vergeben? Großalmonseigneur. Was macht der denn? Hofprachtbonus plus 1. Durchschnittlich schlecht. Okay, das besetzen wir dann erstmal nicht. Seneschall. Durchschnittlich. Nee, dann müssen wir uns auch noch einsuchen. Mundschenk. Hervorragend. Der Turian ist für einige Sachen gut zu gebrauchen. Ein Hofnarr. Nee, aber jetzt auch noch nicht. Leibwächter. Gut. Wladislav. Macht Wladislav noch mal Leibwächter, komm. Ah, was haben wir noch? Mundschenk, Hofnarr, Hofmusikant. Durchschnittlich schlecht, haben wir nix. Noch eine Leibwache könnte ich. Dann hier einsetzen. Zack. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Persönlicher Streiter. Kann euren Platz in manchen Duellen einnehmen. Gibt Prestige, wenn man an einem Prachtturnier teilnimmt. Nö, das machen wir immer noch selber. Hofdichter. Kein Höfling erfüllt. Okay, Hofhenker haben wir auch nicht. Hofgenie. Genie, Hofgenie, okay. Könnten ja sonst auch noch mal wieder ein paar Leute einladen, oder? Können wir das nicht machen? Entscheidung, einen Arzt suchen. Ritter einladen, Anspruchsteller einladen. Wir laden mal ein paar Anspruchsteller ein. Wir haben ja genug Prestige, das machen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt mal zum Kern der Geschichte hier. Wir wollen ihm den Krieg erklären und unsere Ansprüche mal durchsetzen. Also, Krieg erklären, Armeen ausheben, Abfahrt. Rüber geht's da. Alles rüber. Alles rüber. So, gibt's hier gleich eine Schlacht, eine Entscheidungsschlacht, sehr gut. So, und wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Um hier das Ganze zu belagern. Krieg gewonnen. Aha.
Bemerkenswerte Gäste. Eieiei, wir werden ja immer mehr. Anspruchsteller, ja gut, habe ich auch eingeladen, ne? Wollen wir mal gucken, was daraus wird. So, jetzt kommen sie von da nochmal. Oder auch nicht? Okay, wollten doch nicht rüber. Dann warten wir mal ab, was passiert. Noch 5 Monate. Wie sieht's denn aus hier? Von der Stärke 9000. Uha! Müssen wir vielleicht dann doch nochmal unsere Verbündeten mit in den Krieg rufen? Komm, ich hol ihn mal hier mit dazu in den Krieg rufen. Ludislav. Damit wir hier so ein bisschen ausgezeichnet, ausgeglichene Verhältnisse haben. Das zu sehen, was hier so abgeht gerade. Du bist jetzt interessiert an der Innovation Ostsiedlung. Ah ja. Ah, ich arbeite dran. An der Ostsiedlung. So, jetzt haben wir hier gleich die Belagerung hinter uns geschafft. So, na komm. So. Okay, das hat uns zumindest schon mal 29 gebracht. Dann hier direkt mal weiter in die nächste Stadt. So, die Polen kommen auch schon. Das ist gut. Das ist gut. Wir besetzen jetzt hier direkt die nächsten. Ah, da unten kämpfen die Polen schon. Oha, das sieht aber nicht so gut aus. Sollen wir da vielleicht mal helfen? Aushelfen? Das sieht nicht gut aus für die Polen. Ich glaube, wir kommen auch nicht rechtzeitig. Oha. 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 Kriegen wir jetzt hier welche auf die Mütze? Ich werde wohl gleich nochmal einen weiteren mit hier reinziehen in den Krieg. In den Krieg rufen. Oha, da kriegen wir hier welche. Sehr gut. Das Heilige Römische Reich ist mit dabei. Oh, gewinnen wir das Ding dann doch noch auf dem letzten Meter? Ja, sauber. Eieiei. So, Main zusammenfassen. Noch gewonnen. Sehr gut. Wollen wir hier mal weiter. Wollen wir hier mal weitermachen? Splenden. Splenden. Okay. Ha, mein Leibwächter ist gestorben. Oh je. Mathilda wird erwachsen. Was hat sie erhält? Erhalten brillanter Stratege und Plünderer. Na, meine Fresse. Mal los. Ja. So. Ah, da kommt das. Ja, das Heilige Römische Reich kommt auch schon. Könnte zwar jetzt hier langsam ein bisschen eng werden für uns, aber das wird schon. Ich bin guter Dinge. Bündnis aushandeln. Mit meinem Sohnemann. Ja, komm. Er kann auch mal hier mit am Start sein. Sehr schön. Uiuiui, ja, jetzt kriegen sie hier überall den Hintern voll. Aber gut. Das eine mag, muss das andere lieben, ne? So. Schon bei 47%, das ist doch gut. Dann ziehen wir unsere Truppen mal hier rüber. Nach Chelmno. Und wollen mal schauen, ob wir denn hier auch weiter unsere Lagerung fortsetzen können. Ja, einsame Tage. Meine Tochter Mathilde langweilt sich fürchterlich. Ich kann es in ihrem Gesicht sehen. Hat wie zu jeder Zeit Aufmerksamkeit buhlt. Ich weiß, dass meine Aufgaben einen großen Teil meiner Zeit beanspruchen. Und auch, dass sie dadurch manchmal einsam ist. Gerne mir mal Zeit für sie nehmen. Setzt 6 Hofpracht ein. Meine Tochter wird mein bester Freund. Zu einem Erzzeugwart. Ist sie dafür denn geeignet? Bester Freund oder ein Erzzeugwart? Ach komm, wirst Erzzeugwart. Mädchen. So. Haben wir es gleich. Jawohl. Ach komm, die machen wir jetzt noch hier platt, die Festung. Jetzt sind wir kurz davor.
Sehr schön. Also, Forderung erzwingen. So sei es. So. Alles auflösen. Alle auflösen. So. Prachtturnier, Prachtreise. Könnten wir jetzt machen. Jetzt haben wir hier das Ganze erstmal noch mit unserem Königreich eingeordnet. Das ist gut. Gent. Das hier ist... So, das gehört ihr quasi mehr oder weniger auf Papier. Das gehört mir. Das gehört dem kleinen Jungen hier. Aha. Aha. Kontrolle 0. Naja gut, das war ja zu erwarten. Kontrolle. So, kannst du da erstmal für Kontrolle sorgen. Jetzt gehört ihm nur noch das hier. Herzogtum von Masuren. Aber ich hätte auch keinen Kriegsgrund. Ich könnte höchstens wieder Ansprüche bitten. Das mache ich auch mal direkt. Beim Pope. So. Danke. Das brauchen wir dann ja irgendwann auch noch im weiteren Verlauf. Was ist hier? Inspirierter Charakter kann von euch finanziert werden. Wo ist er denn? Ich sehe hier keinen. Marvel. Wo ist meine Frau eigentlich? So ganz blöde Frage. Da, Kaiserin Mutter. Warum sitzen die nicht da mit bei? Agnes, was ist denn da los? So, vorher ihr Mann. Okay. Na gut. Diplomatenhöfling. Sauber. So, okay. Organisieren wir uns hier einmal. Ich habe doch jetzt bestimmt ein paar Gefangene. Jawohl. Wie wollen wir doch denn hier mal alle... Lösegeld fordern. Lösegeld fordern. Oh, Lösegeld fordern. Achso, die bedenkt schon einen Vorschlag von mir. König Tasso Lepp würde das nicht akzeptieren, okay. Lösegeld fordern. Dann lassen wir die erstmal alle so weit raus. Gut, gut, gut. Wo ist denn hier der inspirierte... Ah, Inspiration. Ah, da. Theodore Serra hat die Buchinspiration. Er will über wissenschaftliche Themen schreiben. An den Hof rekrutieren. Inspiration finanzieren. Machen wir auch mal. Mal gucken. Über wissenschaftliche Themen schreiben. Kollegen Glorreich, könne meine Treue. Na denn, komm rein. Was ist los, Sohnemann? Dient mir gut, Prinz Herbert. Ah ja, okay. Na denn, Kniefall kann er machen. Inspiration wollen wir finanzieren. So. Beide Rüßner, wir haben jetzt ja auch einen Haufen Kohle erhalten, sehe ich gerade. Aber frag nicht nach Sonnenschein. So, Hofhalten können wir vielleicht gleich nochmal machen. Ich würde jetzt aber nochmal... Ich kann auch einen Kriegerorden gründen. Ah, so viel, was wir tun können. Hauptquartier ändern. Ein Kriegerorden. Ich würde das ja irgendwie ganz nett finden, hier in Stettin irgendwie. Kriegerorden. Achso, hier muss ich aber nehmen. Neustettin. Freiburg. Brainiewo. Brücker. Brücker. Das ist ja bei Stettin. Das nehmen wir. Auswählen. Komm. Machen wir jetzt mal. Kriegerorden gründen. Hatte mir den Kriegerorden mit Namen Tempelritter. Wir haben die Tempelritter gegründet. Uiuiuiui. Denn. So. Okay.
So, weit, so gut. Ich werde jetzt nur mal kurz gucken hier. Den hier, können wir ihm eigentlich den Krieg erklären? Ja, können wir. Regionskrieg um Herzogtum. Können wir eigentlich auch direkt machen, oder? Der hat drei Verbündete. Ist denn das so? Den da oben? Den da? Ja gut. Simon wird da bestimmt nicht mit reinhauen. Machen wir jetzt einfach mal. Alle Armeen ausheben. Und dann die Armeen dahin. Attacke Hü. Attacke Hü. Wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt auch gleich Nägel mit Köpfen machen. So. Zack. Belagern wir das Ganze gleich mal. Da sind ein paar Verbündete von ihm beigetreten. Aber das ist, glaube ich, erstmal nicht so schlimm. Den kriegen wir besiegt. Bleiben wir jetzt einfach hier stehen. Und den zweiten kriegen wir auch besiegt. Und bleiben einfach weiter hier stehen. So, Armeen zusammenfassen. Zack. Was ist hier noch wieder? Ja, 150. Denkwürdiger Vasall. Mich. So. Feindliche Kombatanten. Das wird teuer, glaube ich. Das wird teuer. Frieden anbieten. Forderung. Okay, kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Schade. Fraktion gegen uns geschaffen. Der will eine Freiheitsfraktion schaffen. Aha. Oh, ist sein Vater gestorben? Ja, tatsächlich. Oder sein Opa. Den wollen wir mal direkt beeinflussen, dass er uns hier nicht auf den Keks geht mit so einem Mist. Oh. Oh, sie sind kommen. Was? Möge euch die Pest holen. Flucht. Das ist natürlich nicht so fein, dass sie entkommen ist. Naja, gut. Nehmen wir es hin. So. Perfekt. Forderung erzwingen. So sei es. Sauber. Gehört der jetzt auch schon mal gleich mit dazu. So. Gut, gut. Alle auflösen. Ja, es liegt natürlich komplett am Boden jetzt, der Landstrich. Das ist ganz klar. Jetzt, wo sie erstmal übernommen wurden. Ausblenden. Ausblenden. So, Inspiration, wissenschaftliche Themen. Dieses Unterfangen sollten den höchsten Mächten dienen. Theologie. Geschichte, Poesie. Theodore entscheidet frei. Wird sehr wahrscheinlich von hoher Qualität. Ja, dann macht das doch frei. Mach doch mal freihändig. So. Zack. So, fein, fein. Inventar, was haben wir hier eigentlich noch? Nicht angelegt. Einiger Text, Hingabestufe. Prestige. Fruchtbarkeit. Naja, Fruchtbarkeit brauchen wir jetzt im Moment nicht wirklich, ne? Das ist ja erstmal hinfällig. Oder das Buch vielleicht. Den Ring. Sehr gut. Königshof. Hier noch irgendwas? Nö. Aber Thronsaal. Ein unerledigtes Ereignis. Das nehmen wir auch nochmal mit. Baustein, was haben wir hier? Mein Vasall, Graf Kamil, nimmt seine Pflichten als Hofbaumeister auf jeden Fall sehr ernst. Er und mein Ratsverwalter Pavel führen eine leidenschaftliche Debatte, die den ganzen Saal im Bann hält. Ja genau, ruft Kamil aus. Die Ruinen dort sind voll zugeschnittener Steine, die sich mit Leichtigkeit zur Feste von König Kurt in Orneta schaffen ließen. Pavel reibt sich mit skeptischem Miene das Kinn. Es klingt dennoch nach einer Menge Arbeit. Und den Einheimischen, die dieses Material derzeit verwenden, wird das nicht gefallen. Kamil verdreht schon die Augen, ob dieses vernünftigen Einwands doch mein... ergreift rasch das Wort. Das Gotteshaus im nahen Morak muss dringend ausgebaut werden, verlangt Anselmo. Dorthin sollte dieser Schutt gehen. Könnte wirklich etwas Arbeit vertragen? Alles wird an das Gotteshaus im Morak gehen. Stattdessen Baronie von Elbak ausbauen. Gemein, nö. Wir machen, glaube ich, das Gotteshaus, ne? Ja, komm. Zack. Tschüss. So. Haben wir das auch? So, blöde Frage. Kann ich den Krieg erklären? Kann ich.
Grafschaft? Nö, schockt ja nicht. Herzogtum. Wäre ja gleich alles. Sollen wir den auch noch mitnehmen? Wenn wir schon einmal hier sind. Die könnte wieder beitreten. Mut zur Lücke, der liegt ja eh fast militärisch am Boden hier. Abfahrt. Männer, wir haben Auftrag. Wir haben einen Auftrag. So, zwischendurch können wir ja mal gucken hier. Gefangene, immer noch 5. Aber können wir keinen jetzt so verhökern, dann können die erstmal hierbleiben. Oh, ich glaube, wir müssen mal eine unserer Armeen mal hier abbiegen lassen. Bevor die uns hier in den Rücken fällt, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Okay, das ist nichts von uns. Inspiration vermöglicht. Schon ein wunderschönes Buch, meisterhafter Wachart. Na, fein. So, da haben wir nichts mehr zu kriegen. Da oben stehen wir jetzt schon. Belagern, das ist auch okay. Verletzt. Oh Gott. Sagt euch aus, als für Vorsicht ist viel zu spät. Ausgewogene Sätze. Säftig. Werde wohl überleben. Sehr schön. Perfekt. Ah, jetzt stellen wir die endlich. Sauber. Zack. Direkt mal platt gemacht. So. Oh, mein Vorkoster hat das Zeitliche gesegnet. Das ist natürlich doof. So, wir sind liebenswert. Zack. Weiter geht's. Im Text. So. Mein teurer Freund, ich habe die lächische Sprache viele Monate lang studiert und diesen Brief persönlich in lächischer Schrift verfasst, um euch gewidmet. Ein Freundschaftsbrief von jemandem, der auch Hochdeutsch spricht. Ich wünsche mir, dass unsere zukünftigen diplomatischen Beziehungen für uns beide von großem Nutzen sein werden. Er hat Lechisch gelernt. Ach, schön. Eine ernst gemeinte Geste. Fein. Das ist ja cool. So, wie sieht's mit der Belagerung aus hier? 37 Tage. Mal ein bisschen hier in den Turbo reinhauen. Wir können auch als nächstes Dynastievermächtnis auswählen. So. Marschieren wir mal darüber. Wer belagert denn da? Sorry, aber... Da müssen wir jetzt nochmal hin. So, genau. Den da hinten, das läuft. Schlacht vom Memel, den haben wir auf der Mütze. Ist okay. Sauber. Jetzt haben wir die Dame wieder. Festung Memel, was denn hier? Phase? Festung Sturm, 17 Monate. Oha, das ist eine richtig heftige Festung, wa? Meine Fresse. Ah, das hier geht ja gar nicht. Mit wem hat der sich denn hier bitte angelegt? Mein Vasall? Was macht der hier schon wieder? Der Vogel? Ich frage mich, was hier los ist. Wenn ich ehrlich bin. Na gut, das sollen die untereinander regeln. Hoffentlich. Er ist ja immer noch... Vielleicht hat er sich gerade mit seinem Grafen in der Wolle. Ich dachte schon, irgendwie einer will mir hier ans Leder. Aber gut. Ich habe gesehen, dass der Bischof fertig war mit Gemeinde bekehren. Dann können wir jetzt ja hier direkt weitermachen. Alles katholisch werden. So, weiter geht's im Text. Ach, die sammeln sich dann nämlich auch schon wieder. Ist aber nicht weiter schlimm. Wollen die das hier sogar? In den Krieg werden wir gerufen. Feinde. Ich kann schlecht gegen Polen in den Krieg ziehen. Das funktioniert nicht. Das kann ich nicht machen. Nee, das muss ich ablehnen. Das geht nicht.
So. Führen wir hier jetzt mal eine Schlacht noch. Wieder. Zack. Haben wir aber gewonnen, das Ding. Magdalena wird erwachsen. Na denn. Magdalena. Meine Wunde ist verheilt. Sehr schön. Sind nur noch vernarbt, nicht mehr verwundet. Na, immerhin. So, wie lange braucht die Belagerung noch? Ah, die letzten paar Tage laufen. Sehr gut. Und wir haben ein neues Hofartefakt. Darum kümmern wir uns auch gleich noch. Zack. Na bitte. Forderung erzwingen. So sei es. Sehr schön. Jetzt haben wir doch hier schon ordentlich was geschafft wieder. Wer ist noch mit mir im Krieg hier? Wo ist er? Greifer? Wo ist denn der? Wo wohnst du? Ach, da oben. Na gut, dann marschieren wir doch direkt mal dahin. Oder was? Ach, mit ihm hier bin ich auch im Krieg. Dann geht ihr da rüber. Ihr geht direkt auf die Hauptstadt. Gibt's hier gleich richtig hart welche auf dem Deckel. Zack. Feindesbanner. Es wird eine schöne Ergänzung meiner Sammlung. Zack. Den haben wir schon mal. Setzen wir auch direkt. Lobung erfüllt. Sehr schön. Blenden, blenden, blenden. So. Sehr schön. Ah, das ist auch wieder so eine Monsterfestung, ne? 17 Monate. Meine Fresse. Na gut. Ach, jetzt ist er da. Komm, dann gehen wir jetzt erstmal hier rauf. Und ihm da welche auf die Mütze. Hoffentlich. Das könnt ihr weiter belagern da mit dem anderen. Königshof hat Hochpreisstufe 8. Sauber. Perfekt. So, jetzt stellen wir ihn. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht gar nicht gut aus. Da kriegen wir auf den Sack. Ei, nicht gut. Nicht gut. Eieiei, da sind auch einige. Shit. Das war nicht gut. Da müssen wir jetzt erstmal einmal Wunden lecken. Das war nicht gut. Okay, dann müsst ihr jetzt euch erstmal sammeln. Das ist auch okay. Wie lange dauert die Belagerung hier noch? 25 Tage, das ist auch okay. Hm. So. Zack, das haben wir genommen. Nein, nicht die. Ach, verflucht, das waren die falschen. Aber ihr könnt schon mal dahin vorgehen. Ihr geht bitte hier hin. Haut den da hoffentlich welche auf die Mütze. Jawohl. Das sieht gut aus. Ah, sieht trotzdem gut aus. Jetzt kriegt er. Jetzt fängt er sich ein paar. Sauber. So, und dann gehen wir jetzt auf die Hauptstadt. So. Höflinge, Gefangene. Heide Rüßlein, habe ich viele Gefangene. Ich würde gerne meine Gefangene wieder rausholen. Aber das kriegen wir dann vielleicht mit Kriegsende. Oh, du gibst direkt nochmal welche. Oh, 77, sehr schön. Jetzt wird belagert. Perfekt. So, und jetzt ziehen wir euch mal nach. Ihr konntet euch jetzt ja schon ein bisschen erholen. Ach, Memel. In der Hand. Großartige Idee. Beeinflussung erhält Fortschritt. Dass die hier gar nicht erst wieder auf die Idee kommen. Um hier irgendwie auf den Keks zu gehen. Ah. Enge Nummer, aber schaffen wir. Gut aus.
Perfekt. 98%. Okay. So, 98%. So, Amigo. Wie lange haben wir hier noch? 3 Monate. Ah, 100%. Perfekt. Dann Forderung erzwingen. So sei es. So, alle auflösen. Das war jetzt halt zumindest erstmal nur, was jetzt hier Frieden ist. Meine Güte. Heieiei. Es ist wieder so viel passiert. Jetzt müssen wir uns hier erstmal sortieren, was denn alles passiert ist. So, und jetzt habe ich alles mal so ein bisschen geregelt. Kopfgelder bezahlt. Nee, gar nicht. Lösegelder, wollte ich sagen. Und so ein Kram. Und jetzt ist mir hier gerade aufgefallen, ich wollte dem Herzog Milas hier gerne ja noch den Krieg erklären. Aber, oh, jetzt würde es sogar tatsächlich wieder gehen, dass wir unseren Anspruch hier einfach durchsetzen. Aber wir können das Ganze auch ein bisschen geschickter angehen, um diese ganzen Kriegerei aus dem Weg zu gehen. Vasallentum anbieten. Er würde annehmen, wenn wir ihm die niedrigen Feudalpflichten, niedrige Steuern, niedriger Aufgebotbeitrag. Hey, von mir aus, mach. Komm, zieh durch. Wir bieten ihm das mal an. Mal gucken, was passiert, was annimmt. Perfekt. Ausgezeichnet. Hat er angenommen. Sehr gut. Damit ist Pommern dann gleich nochmal größer geworden. Richtig gut. So, dann reisen wir mal nach Hause. Was? Wir sind zum Duell gefordert. Okay. So. Haben wir ihn auch noch gleich rekrutiert. So, und irgendwas war jetzt hier. Benachbarte Herrscher gewann Krieg. Das will ich mir eigentlich nochmal angucken. So, was ist denn hier passiert? Wie größer geworden? Heiliges Römisches Reich, ich glaube nicht, oder? Eine neue Affäre. Was kann die denn? Ach, die ist wunderschön. Ach, was soll's. Zack, ein paar uneheliche Kinder sind vielleicht gar nicht so schlecht. Wer weiß, wozu das noch gut ist. So, und dann kann hier noch eine Inspiration finanziert werden. Das machen wir auch mal direkt. Sehr schön. Dann soll er mal daran arbeiten, dass wir unseren Hof noch schicker machen können. Ich denke mich, es braucht keine Widmung. Hm. Es braucht keine Widmung. Zack. So, kann noch einer? Ja, meine Güte. Da wird auch ein Hof rekrutiert. Zack. So. Perfekt. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier jetzt vielleicht schon... Nee, 10 Stück Schiff fehlen uns noch. Mal können wir das Königreich von Livland schaffen? Nicht geschaffen? Titel schaffen? Keine de jure Grafschaften, okay. Wie ist es mit Litauen? Oh, eine fehlt uns nur noch. Eine fehlt uns nur noch, dass wir... das Königreich von Litauen schaffen könnten. Das wäre ja auch noch was. Hm. Naja gut. Aber das machen wir dann vielleicht im nächsten Teil. Soweit sind wir denn jetzt ja schon ganz gut vorangekommen. Pommern hat sich schon ganz schön ausgebreitet. Ja, es läuft eigentlich alles ziemlich positiv. Also wir haben ziemlich viel Kohle. Es sieht alles ganz gut aus. Und ich würde sagen, das beendet jetzt erstmal das Let's Play an dieser Stelle.
Und ich freue mich jetzt schon darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr noch sehen wollt oder falls irgendwas unklar war oder wie auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und da würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen granatenstarken Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.